Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Pac-Man. Was, Pac-Man? Schon wieder Pac-Man? Ja, schon wieder Pac-Man, weil es gibt Pac-Man von Namco, das habe ich letztes Mal gezockt und heute kommt Pac-Man von Tengen. Ich war mir nicht ganz sicher, was hier der Unterschied ist und ich bin hier auf etwas gestoßen, auf etwas von mir Unerwartetem. Ihr werdet euch denken, ist ja ziemlich ähnlich wie das vom letzten Mal, ist ziemlich ähnlich von der Grafik her, sogar die Aufbauten, also die UI, Highscore, One-Up, die Kirsche, ist das nicht zufällig alles auf den gleichen Platz? Ja, ist es. Es gibt irgendwie drei Versionen von diesem Game, zwei von fünf sind von Tengen, eins ist von Namco und basieren alle auf der Originallizenz und offensichtlich alle auf dem gleichen Code, weil das Einzige, was hier anders ist, ist dieser Startbildschirm, den ihr jetzt seht. Hier steht unten ein Player, zwei Player und unten steht Tengen und beim anderen steht drunter Namco. Also es ist blunzenwurscht, wie wir hier in Wien sagen würden. Es ist blunzenwurscht, es ist ein und dasselbe Spiel. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich Pac-Man und Pac-Man ist natürlich ein cooles Spiel. Und deswegen spielen wir jetzt in der Runde Pac-Man. Immerhin, ich sage alle NES-Games dieser Welt, mindestens 10 Minuten. Und da zählt natürlich auch Pac-Man dazu in jeder verdammten Version. Ja, ich habe echt nachlesen müssen. Ich habe mir gedacht, habe ich da jetzt irgendwas Falsches eingelegt? Dachte, das ist mein Fehler, aber nope. Nicht mein Fehler. Das Ding ist wirklich ident. Lass mal was wegfressen da. Ah, es ist noch rausgegangen. Sehr gut. Knapp. Und fressen. Ja, jetzt bin ich richtig in Übung. Vom letzten Mal natürlich. In Übung ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich lose vielleicht nicht ganz so hart ab. Mal sehen. Abwarten. Na, wie es verschrien. Ich lose nicht ganz so hart ab und bam! Voll aufgefressen. Gut. Hätte es sein können, dass ich das. Der geht genau in dem Moment raus. Der Frechdachs. Grrr. Okay. Ein paar Sachen habe ich noch zum Auffressen hier. Ja, aber Leute, ist das nicht dreist? Ich wette, es gab ein paar Leute, die haben sich hier die verschiedensten Pac-Man-Versionen gekauft, weil sie voll die Pac-Man-Freunde waren. Und dann bekommen sie ein und dasselbe Game mit anderem Startlogo. Wie bitter ist das denn, oder? Ich war immer sicher, dass das da ein paar arme Kids-Kreaturen, Videospielfreunde gab, die genau in diese Falle reingelaufen sind. Naja, man könnte es wissen, wenn man aufs Cover hinten schaut. Wow. Könnte man auf die Idee kommen, dass das vielleicht so ist. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich hatte Glück, als Kind hatte ich kein Pac-Man-Spiel. Glück. Eigentlich hat man kein Glück, wenn man kein Pac-Man-Spiel hat. Aber zweimal die gleiche Version kaufen wäre halt auch deppert. Da hätte ich mich richtig geärgert. Wenn ich mir vorstelle, wie wenig Games ich zur Verfügung hatte zum Zocken, da war ein Fehlkauf schon fatal früher. Da war gleich, musste man dann gleich mal 2 Monate den gleichen Dreck spielen. Oder noch länger, wenn das Taschengeld nicht gereicht hat. Wenn man sich zusammen das gleiche Game holt, weil irgend so ein lustiger Mensch da auf die Idee kommt, ja, wir verwerten die Lizenz einfach nochmal und nochmal und dann nochmal. Geht ja gar nicht. Alles wegfressen hier. Ja, mit den Punkten, ich weiß, da schaut es bei mir gar nicht so rosig aus, aber egal, Hauptsache es macht Spaß. Ah!
Ich dachte, ich habe den schon gefressen. Und ich kann den jetzt auffressen. Nix mit fressen. Ich wurde gefressen. So. Hart abgelost. Hart abgelost. Bei Pac-Man. Aber ich freue mich, wenn ihr zuschaut bei mir. Bei Pac-Man. Ihr könnt euch das andere auch noch anschauen. Ist genau das gleiche. Motivation. Nein. Dreck. Game over. Ja, dass sie so gar nichts geändert haben. Vielleicht durften sie auch gar nichts ändern. Vielleicht durften sie nur ihr Logo ändern. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht durften sie gar nichts ändern. Vielleicht hatten sie nur die Lizenz für die Umsetzung und durften nichts ändern. Ja, irgendwie hätte ich ja ein bisschen Bock, Pac-Man mal nachzuprogrammieren. Also, ist ja jetzt nicht so schwer. Glaube ich. Sage ich jetzt mal einfach mal so. Die KI von den Gegnern ist, sagen wir mal so, beschränkt. Und für die Grafiken braucht man wahrscheinlich nicht mal eine Engine. Es muss da runter gehen. Verdammt. Puh, dass ich da noch rausgekommen bin aus der Nummer. Nutzt mich ja dann doch ein bisschen. Heikle Geschichte, heikle Geschichte, heikle Geschichte. Ich weiß, ich schaffe wieder um einen Punkt nicht. Geh weg von mir, du blödes Ding. Ich mach den hier. Der ist immer gut. Nein, der ist nicht gut. Nein, verdammt. Das geht sich nicht aus. Oh ja, das geht sich aus. Ich geh rauf, ich geh rüber. Ich muss die Verfolger abschütteln. Ich muss meine Verfolger abschütteln. Das hilft nichts. Yes. Da unten habe ich auch noch was. Das habe ich übersehen. Dreck. Da unten ist ja auch noch was. Da wechsle ich mal kurz Seite. Weiß nicht, ob das jetzt so... Der Controller ist schuld. Ich sag's euch. Der Controller ist schuld. Ärgerlich, ärgerlich. Fast hätte ich es geschafft. Gut, weiter geht's, weiter geht's. Jedes NES geben mindestens 10 Minuten. Apropos, ich freue mich über Kommentare. Wenn ihr mit dabei seid, schreibt mir was Schönes. Welche Pac-Man-Version am NES ist eure Lieblingsversion? Sie sieht zwar ident. Ihr könnt, es ist also eine Frage. Welcher Schriftzug ist besser? Tengen oder Namco? Ja, Namco irgendwie besser. Namco klingt irgendwie cool. Tengen, nun kann ich nicht so viel damit anfangen. Was für eine nutzlose Diskussion eigentlich. Ja, okay. Ich sollte weniger mich ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Dann lasse ich ihn näher kommen und dann wird er aufgefressen. Aufgefressen wird, habe ich gesagt. So da. Alles auffressen hier. Ja, je mehr man frisst, umso. Nein. Also die Controller ist fast. Manchmal drückt er nach rechts, obwohl ich nach unten drücke. Und das ist eigentlich ein guter Controller. Es ist eigentlich ein guter Controller. Ich habe nicht den Drecks Xbox 360 Controller, über den ich mich sonst immer so aufrege. Nein, ich habe extra den Retro Controller. Und trotzdem lose ich ab. Tja, vielleicht liegt es an mir. Nur so eine Idee. Vielleicht liegt es an mir. Weil der 8-Bit-Ro ist ja normalerweise schon ein ganz nicer Retro Controller. Da gibt es eigentlich nichts zum Einwenden. Die wollen mich fressen. So. Jetzt werden sie aber von mir gefressen. Und tschüss, Junge. Und tschüss. Das war eigentlich so nicht geplant. Das ist auch nicht so. Nein! Puh. Knapp. Und wegfressen hier noch alles, ja, schön brav. Und noch die Kirsche hier. Jetzt haben wir hier wenigstens mal alles abgesahnt. Hat noch bis der herkommt und dann zerstören wir den auch. Die komplette Zerstörung.
Nein! Es ist knapp, es ist knapp, Wurst. Wobei niemand so genau weiß, was Wurst ist. Hätte ich kurz. Nein, da bin ich nicht flink genug, dass ich da kurz Richtungswechsel mache. Hier, wegen 3 Punkte schon wieder. Es ist immer so bitter, wenn es wegen so wenig Punkte ist. Okay, das war Pac-Man am NES von Tengen. Tengen Pac-Man, das gute alte Tengen Pac-Man. Haut mir in die Kommentare, was ist besser, was ist gleicher, was könnte einem mehr wurscht sein, als welche Version man hier spielt. Habt ihr das gewusst, dass die Versionen ident sind? Auch darüber könnt ihr mich gerne in den Kommentaren informieren. Lasst uns ein bisschen über Pac-Man quatschen. Welche Pac-Man-Version ist die beste? Ich kenne jetzt sicherlich noch nicht alle, aber einige. Habe jetzt letztens die Handy gespielt. War nicht so begeistert. Weiß nicht, fand ich irgendwie nicht so am Handy. Diese Neuauflage von Pac-Man, da ist das alte doch besser. Gut, egal, ich verlinke euch hier gleich mehr Pac-Man für euch gleich da drüben. Könnt ihr gleich draufklicken und weiterschauen. Ich verabschiede mich und sage bis gleich.